Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Heute gibt es Quest-Gameplay. Ich habe ein Oculus App Lab Game mitgebracht. Und zwar das Game Shuttle Maze. Und ja, Shuttle Maze hat in mir so ein bisschen Nostalgie hervorgerufen. Was Storytelling angeht, was Soundeffekte und Grafik angeht, hat es halt so ein bisschen, ja, Super Nintendo-Style, finde ich auf jeden Fall. Und nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht, muss man ganz klar sagen. Die Steuerung hat mir nicht so ganz gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Nase vom Raumschiff zu lenken, indem wir unseren Controller hoch runter bewegen. Ne? In dem Augenblick bewegt sich die Nase auch. Gas geben machen wir mit dem Thumbstick vorne, hinten, zu links, rechts. Und dann muss man durch diese Röhren fliegen. Und wenn man dann auch eine Drehung macht, dann ändert sich natürlich das, was man dann machen muss, spiegelt sich. Wenn man jetzt dann nach vorne drückt, kann es sein, dass der dann auf einmal in die andere Seite schießt, das Raumschiff. Und ja, so bin ich auch ab und zu mal kaputt gegangen. Ist gewöhnungsbedürftig. Es klappt nach einer Zeit aber ganz gut einigermaßen, muss ich sagen. Aber ja, ich weiß nicht, ob man es hätte ein bisschen besser machen können, weiß ich nicht. Aber das Spiel hat mir bis dahin Spaß gemacht. Wir haben einen Kampagnenmodus, ich glaube 6 Level sind das. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 gemacht. Und dann haben wir auch noch einen Race-Modus. Wenn wir ein Level abgeschlossen haben, wird der Race-Modus freigeschaltet. Das heißt, das Level muss man dann auf Zeit so schnell wie möglich dann schaffen. Das Raumschiff ist dann auch ein bisschen schneller geschaltet. Und ja, das mal zum Game. Wir haben oder ihr habt die Möglichkeit, einen Key davon zu gewinnen. Und müsst einfach mal unter die Kommentare von mir aus auch mal schreiben, was ihr von dem Game haltet. Und dann natürlich auch, ja, ich möchte Shuttle Maze gewinnen. Ne? Irgendwie sowas, dass ich sehe, ihr möchtet das gewinnen. Und nicht nur schreiben, das war beim letzten Mal auch so, da waren sehr missverständliche Texte dabei. Und dann sehe ich nicht, ob ihr wirklich beim Gewinnspiel mitmachen wollt. Also schreibt einfach, ja, ich möchte Shuttle Maze gewinnen oder ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Dann ist es für mich ein bisschen einfacher. Ansonsten muss ich davon ausgehen, dass die Leute das Video nicht gesehen haben und deshalb dann auch nicht am Gewinnspiel teilnehmen. So, ich zeige euch mal ganz kurz die Oculus App Lab Seite und das Game kostet 14,99 normalerweise und hat 31 Bewertungen und die sind, so wie ich sehe, alle sehr, sehr gut. Also kann man mal hier hingehen, also ich glaube, da war jetzt bisher kein schlechtes dabei, alles 5 Sterne und ja, ich finde, das Game hat einfach was und ich rede jetzt auch nicht lang darum herum. Wie gesagt, wenn ihr gewinnen wollt, einmal unter die Kommentare das Richtige schreiben und schon seid ihr dabei. Ich denke, dass die Auslosung eventuell Donnerstag stattfindet. Muss ich dann mal gucken, aber ich denke, Donnerstag ist der Einsendeschluss um 15 Uhr und danach gibt es dann auch die Live-Auslosung, würde ich sagen. Okay, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay. So Leute, willkommen bei Shuttle Maze und ja, hier sind wir im Hauptmenü. Man sieht eine kleine Weltraumbasis oder Weltraumstation, sage ich mal. Wir können jetzt hier aussuchen, nachdem wir die Höhe kalibriert haben, das habe ich gerade schon gemacht, kann man hier links oder rechts Hände aussuchen. Man braucht nur einen Controller, also den einen kann ich eigentlich weglegen, ich halte ihn aber weiterhin fest. Ich bin Rechtshänder, deshalb mache ich das Ganze mit rechts. So, und dann beginnt auch schon das Ganze. Hier haben wir eine kleine Übersicht, was wir, welche Knöpfe wir wo haben und was wir damit machen können. Und ja, Recenter haben wir auf dem Oculus-Button. Das Blöde ist natürlich im Spiel, wenn man Oculus-Button drückt, eröffnet sich das Menü. Ist ein bisschen blöd, müsste man nochmal nachschauen. Hier steht, for best experience, set your Oculus Menu Button to your strong hand side. Aha, okay, also man sollte es am besten dann umwechseln, kann man natürlich machen. Wir lassen es einfach mal so. So, es ist eine App Lab Version und kostet 14,99. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben einmal eine Kampagne, die werde ich natürlich mit euch jetzt starten. Dann haben wir Race, was auch immer Race ist. Und gehen wir mal ganz kurz die Settings durch. Wir haben hier Musik-Volume, können wir uns ein bisschen leiser oder lauter machen. Controller können wir hier nochmal einstellen. Ja, die Höhe kalibrieren. Autoscaling, das heißt, wenn ich mich im Raum bewege, werdet ihr gleich sehen, wenn wir das Labyrinth vor uns haben, dann verändert sich das auch immer wieder. Das passiert dann automatisch. Hier können wir unseren Speicherstand löschen. Und ich würde sagen,
fangen wir mal an mit der Kampagne. Difficult is easy. Kann man auch jetzt noch nicht umstellen. Ich glaube, man muss das nach und nach spielen, dass der Schwierigkeitsgrad eventuell höher wird. Müssen wir uns gleich mal anschauen. Und ja, fangen wir mal an. Viel Spaß dabei. Ein Stargate. Schon coole Mucke. Alle Chevrons sind aktiv. Now what? Use that portal to enter the space station. Copy, I'm going in. I'm going in. Whoa, what is this place? That's classified. Just find Dr. Harris and bring him back to Space Authority. And that's it, right? I get my license back? Yes, that's correct. That is the deal. He should be somewhere in the cargo bay. All right. On my way. Ganz cool gemacht. Hat auch was so von früher. Da hat man ja auch immer nur so kleine Comics eingeblendet bekommen. Bei Super Nintendo-Zeiten oder so. Da war es ja auch so. Okay, wir können hier mit dem Thumbstick unser Raumschiff quasi nach vorne, rechts, links. Und oben und unten machen wir wirklich mit unserer Hand. Ne, wenn ich jetzt hier oben und drücke nach vorne, dann geht er nach unten oben. Also man muss immer auch den Controller in der Luft bewegen und den Thumbstick machen wir halt, um den auf dieser einen Achse zu bewegen. Okay. Und das meine ich, es passt sich immer so an, dass wir das ja, besser sehen können, das Ganze. Müssen wir erstmal durch dieses Labyrinth hier durch. Es gibt Hindernisse, die dürfen wir nicht berühren. Und ja, solche Hindernisse wie hier dürfen wir natürlich berühren, wie man gerade gesehen hat. So. Und man muss halt immer schauen, dass man durch dieses Labyrinth dann halt durchkommt. Und wir sind jetzt immer noch im Tutorial, ne? Kann man auch nicht so wirklich viel erwarten. Vom Schwierigkeitsgrad her. Oh, da hinten. Da hinten kommt irgendwas. Oder ist es unser Stargate? So, da sehe ich einen Container, der grün leuchtet. Da gehen wir jetzt mal hin. Dr. Harris? Is that you? Who's there? I'm Glow. Space Authority sent me to bring you back. Space Authority? Thank goodness! Let's go! Take us out the way you came in! Okay, mal schauen, was jetzt passiert. Lass gucken, dass wir rauskommen. Wow, wow, wow. Oh! The exit is blocked. Oh no! It saw you! It? What do you mean by it? Never mind that! Find another way out! Es hat uns gesehen. Okay. Es ist die Frage, was uns gesehen hat, aber okay. Gehen wir mal weiter. So. Diese roten dürfen wir nicht berühren, dann explodieren wir. Glow! There's a maintenance drone right there. I can use it to hack open the force field. Ah, okay. Damit haben wir jetzt die Wand zerstört. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier durchkommen. Und ich nehme jetzt einfach mal die blauen Kreise immer alle mit. Ich denke mal, das gibt uns irgendwelche Punkte. Press A to open and close menu. Okay. Brauchen wir aber erstmal nicht. So, jetzt wird's interessant. Oh. Ist gar nicht so einfach mit dem Thumbstick zu lenken und dann auch noch mit der Hoch- und Runter-Achse das zu machen. Okay, die dürfen wir wahrscheinlich auch nicht berühren. This is a
very aggressive space station? Robotic builders. They've been reprogrammed to kill us. Really? Okay, buckle up. Ja, das ist jetzt noch nicht so schwer. Da haben wir wieder was, um das aufzulösen. Müssen wir da wieder zurück. So, die Punkte nehmen wir noch mit. Nein, nein, nein. Ist halt auch wirklich mal eine andere Art Spiel wieder. Come in, Glow. Do you have Dr. Harris? Yeah, he's with me. You're welcome. But I ran into another problem. die böse KI wahrscheinlich. Welcome back to the game, Dr. Harris. Shall we resume the test? Don't answer it! Don't answer it! Just turn off the comm! Hold on, what do you mean? Nothing at all. Just keep moving. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist die Wand blockiert, jetzt müssen wir uns den Stick wiederholen. So, wo geht der hin? Er geht nur bis da. Okay, dann müssen wir uns vorsichtig nähern. Okay. Also Steuerung ist ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Und den holen wir uns. Ah. Wie wir da lang kommen. Ach nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Das war jetzt echt wieder ein Controller-Problem. Dass ich eigentlich runter wollte, bin dann aber ja, nach oben gegangen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Oh. And again, okay. Ist manchmal echt schwierig, finde ich. So, machen wir mal. Mal ganz kurz gucken, kommt das Recenter? Okay, jetzt haben wir gerecentert. Ich war zu nah an meiner Wand. So. Nein. Also, das finde ich echt schwierig. Wenn man so um die Kurve lenkt und dann ist hoch runter gedreht, sage ich mal. So, aber ich muss jetzt echt mal nochmal recalibraten. So. Das ging gut. So, hold controller straight. Turn controller to side. Okay.
Pro-Tipp. Okay, so geht's schon ein bisschen einfacher. Da sieht man, dass das immer noch das Tutorial ist. Was ist das für eine Röhre hier? Ah, nee, die ist zu, okay. Oh no, this is ridiculous. Glow, do you see that broken robotic builder? Yeah. Pick it up. I can reprogram it to work as a weapon for your ship. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir denn überhaupt auch rankommen. Ist ja gar nicht so einfach. Kann man die Wand mit zerstören? Na komm. Nützt uns jetzt auch erstmal nichts. Wir müssen nochmal in die Röhre rein. Give me a second. So, there. Was kann er jetzt damit machen? Finally, let's blow Trigger this to blast. Up. Or maybe glow it up. See what I did there? Ah, die Wände kann ich jetzt. Die Wände kann ich jetzt zerstören. Das ist ja schon mal gut. There's no way out. I'd have to. Get into the mainframe terminal and shut it down with a virus. Dr. Harris, you're going to have to chill out a little, okay? Shut what down? Genau, chill mal. What virus? The mainframe program that I used to build this station. It's an old video game. It's out of control and it's been using me as a game tester for the last 2 years. Look, I hate games. I just want to get my license back from Space Authority. Ja, don't you get it? Game tester. Sind wir nicht alle Game tester? That was the game. Using you to find me! Oh, story of my life. Okay, how do I get to the mainframe? Jetzt zurück. Kommen wir damit durch? Da-da-da-da. Race Mode, jetzt haben wir. Ah, okay. Jedes Level hat so seine eigene Schwierigkeitsstufe. Eben waren wir auf Easy, jetzt sind wir auf Moderat. Ja. Lass uns mal überraschen, wie die Kampagne weitergeht. Ich muss mein Phone first. It has the administrator login details. It's this way. Copy. Off Aber we aus Stargate ist schon cool gemacht. Können wir die denn auch zerstören? Ja! Ah. Jetzt wird's interessant. Ah, die roten nicht. Okay. Mal kaputt hier, aber wir gehen uns auch die noch holen. Die bösen Buben. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. So.
komm. There it is! My phone! Get it! My phone! Wo ist er? Boah, der wird aber jetzt hart. Oh. Oh, das ist aber jetzt übel. Warum ist der so? Oh, das ist aber echt hart. Für mich auf jeden Fall. Nein! Oh Gott! So, kaputt ist er. War mir jetzt gar nicht klar, dass wir den auch von außen kaputt machen können mit diesem Impuls. Na komm. Runter mit dir. Ah, das konnte ich nicht sehen. Ich dachte, ich wäre schon vorbei gewesen. Ah, hätte ich vorbei gekonnt. Sein Phone. Okay, got the phone. Next stop, the space station mainframe. Und go. Okay, die kann man nicht kaputt machen. Okay. Wie könnten wir denn da rankommen? Ich will jetzt nur mal versuchen, da ranzukommen. Aber wir müssen sogar da rankommen. Aber wenn wir keine kaputt machen können, dann ist uns halt alles nichts, ne? Okay. Okay, das ist mir zu hoch. Vielleicht müssen wir erstmal. Komm, wir versuchen einmal da durchzukommen. Hm. Geht da auch nichts, ne? So. Wenn wir hier drin sind, wir können nur da lang. Ja, läuft gut. Das läuft doch super. Ah, okay. Den Weg habe ich nicht gesehen. Ist aber echt teilweise echt sehr schwer, das zu sehen. Na komm. Okay.
Holen wir uns erstmal den Kollegen. Good. Let's see. I think you're gonna like this. Ja? So I just aim my controller like a gun? That's right. Ah, that's right. Das ist doch schon mal was. Macht das auch nicht einfacher. Okay, kann man das denn noch umwechseln dann? Ah, okay. Auf D kann ich immer wechseln, welche Art von Waffe ich gerade nutzen möchte. Na komm, den machen wir so platt. Did you find the password? Is it Dr. Harris 12345? Very funny. I've got over 300 passwords to remember, okay? Let me see here. Oh no. What now? Battery just died. Any chance you have a mobile phone charger on board? Sure, blue or red. Huh? Oh. No, this is Chargers in 2060. Just don't answer it. Which way? Auch so die Soundeffekte sind so ein bisschen nostalgiemäßig, finde ich. Auf jeden Fall. Weiß nicht, wie ihr das seht. Mal ganz kurz hier rein. Müssen wir natürlich auch nicht zu Ende spielen. Difficulty hard. Hört sich schon nicht so gut an. My charger should be somewhere close. Keep an eye out. Okay. Wir haben so ein bisschen Story eingebunden. Ist auch nicht ganz schlecht. Jetzt geht's aber ab hier, du. Oh. Okay. Dann so einfach. Ah, ich hatte durch. Durchwaschen müssen. Jetzt habe ich ihn erledigt. Okay, jetzt gilt's. Es gilt jetzt wenigstens. Ja, wie ihr seht, es kommt ein bisschen mehr Action auch rein. Okay, welche Röhre wird die richtige sein? Wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, letzte.
mal dahin hin. Genau. Come in. Glow, please. Not talking to you, you hairy space monkey! Oh, but you're a phenomenal tester, Glow. Truly, a work of art. Tell me, how do you like the game? I hate it. Can I just leave, please? Shh, Glow. Komm, so schlecht ist das Game nicht. I hate it, sagt die. I was in the top 10 game charts of 1986. No, did you know I got third place in the intergalactic space shuttle race in 2058? Just shut up and fly. Ah. Die Steuerung, das werde ich wahrscheinlich niemals komplett beherrschen. So. Aus der Maus. You can switch your weapon, you know? Weiß ich doch. Auch der war. Oh! So, jetzt müssen wir gleich noch die Schwarzen hier killen. Und dann haben wir ein Fenster, wo wir durch können. Ich hab doch gerade gedrückt. Watch out! Geht so schnell. Okay. Timing ist echt nicht einfach. Können wir den vorher? Können wir den vorher killen von hier? Ne. Das gibt's doch gar nicht. Ich versuch's mal so. Jetzt hab ich's geschafft. There it is, my charger. Let's grab it. Hin. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Game Squingle VR. Wo das so aussah, als ob man im Darm ist. Nur, dass man hier halt ein bisschen mehr Action hat. Hat er seinen Charger. Do you have the password now? It'll take a minute to charge. Meanwhile, follow that pipe towards the mainframe. Na, wir probieren's. Oh, boah. Mann! Verdammt! Wo bin ich? Da.
Ja, aber probiert es mal selber aus. Ist nicht so einfach von der Steuerung her. Muss man manchmal so ums Eck denken. So, haben wir das Level auch durch. Yes! Boys and girls, are you ready for... Are you ready? Level. Computerspiel ist... Yes. Computerspiel geht steil. Where are you, Hello, Kitty? What's this about? Biscuit is my cat. Oh. She's very old. Just don't worry about it. Oh. Leave it alone. Let's get to the mainframe. Hat die Katze entführt. Oh, she'll be very upset to hear you say that, Dr. Harris. The air in Section D is running out. Yeah. Which way is Section D? No, don't do it. Poor Kitty Cat doesn't have it's much time. It's dragging us into the game. It'll never end. We're going to get Biscuit. So, ich würde sagen, das reicht auch für die Vorführung hier. Ich habe sehr lange gebraucht, ne? Wie man sieht. Aber ja. Erstmal interessiert mich natürlich auch, was ihr davon haltet. Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Es ist jetzt kein Riesen-Game, aber es ist halt auch mal was anderes. Wir haben ein bisschen Action, wir haben ein bisschen Puzzle. Wie muss man lang gehen? Es wird natürlich auch immer schwieriger. Und ja, also mit der Steuerung bin ich noch ein bisschen aufs Kriegsfuß, muss ich sagen. Aber ansonsten macht es echt Spaß und ja, hat so ein bisschen Nostalgiefaktor drin. Würde ich sagen, wir haben verschiedene Level hier, wie man sieht. Ja, 1, 2, 3 fehlen noch. Und dann wären wir wahrscheinlich auch durch. Das ist die Kampagne. Und dann hat man noch den Race-Modus. Vermute ich mal, dass dann hier Ende ist. Ja, ich muss sagen, witziges Game. Und ja, es ist erstmal zu Recht im App-Lab auf jeden Fall. Ob es dann noch weiterkommt, muss man mal sehen. Vielleicht kommt da auch hier noch was dazu. Und ja, wie eben schon gesagt im Vorfeld, ihr könnt das Spiel auch gewinnen. Dazu einfach mal die Intro-Rede anhören und dann könnt ihr auch dann dabei mitmachen. Und ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Also jetzt mal auf Abo-Button drücken, Like nicht vergessen und ja, gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Und ich sage mal, bis dann. Ciao.